am 28. Juli 2020, also vor fast einem Jahr, da lud ich ein Video hier auf meinem Kanal hoch mit dem passenden Titel Neue Registerseite Wizarding World 1920. Ein Video über ein Data Mining zu einer neuen Registerfamilie, zu der damals schon sehr, sehr viele Informationen online waren und man ging eigentlich davon aus, dass das Ganze bald in Wizards Unite landen würde. Viel um die fantastischen Tierwesen herum und deswegen war auch irgendwo klar, das sollte ein Marketing-Hieb für den neuen Film sein, für Fantastische Tierwesen 3, der ja ursprünglich im November 2020 starten sollte. Dann gab es eine Pandemie, alles wurde verschoben auf November 2021 und jetzt nochmal auf den 15. Juli 2022. Und ich dachte bis vor kurzem noch, okay, sie warten eben auf den jetzigen Starttermin im November und ja, aufgrund der erneuten Verschiebung war es dann wohl jetzt genug und die Registerfamilie kommt nun endlich online. Und das können wir garantiert sagen, weil es Lola bestätigt hat. Sie schrieb, wir wissen, dass eure Neugier auf kommende Funktionen groß ist. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die 1920er Wizarding World im Juli starten wird. Bleibt dran für weitere Details. Also, es geht um eine neue Registerfamilie mit dem Titel Wizarding World 1920, mit drei Blättern, mit den Straßen von Paris, Newts Menagerie und dem Zirkus Arcanus. Und bei den Seiten ist alles anders, als wir das bisher kennen, aber da komme ich gleich zu. Zunächst möchte ich euch nochmal aufgreifen, was genau für Foundables wir auf den drei Seiten denn sehen werden. Bei den Straßen von Paris, da handelt es sich um den Familienstammbaum der Lestranges, um Newts Koffer, die sich bewegende Statue, Jacob Kowalski und Queenie Goldstein. Dann Newts Menagerie, da haben wir Bunty, den Hinky Pank, den Loy Quarta, den Orjui und den Pariser Newt Scamander. Und im Zirkus Arcanus, da finden wir das Poster des Maledictus, den Kappa, den Zuwu, Credence Barebone und Nagini. Also alles um die fantastischen Tierwesen, wie ich eben schon sagte. Und Plotter 101, viele von euch kennen ihn. Er hat eine wirklich sehr interessante Infografik online gestellt, wo er mal zusammengefasst hat, was denn aus Data Minings bisher zu der Familie bekannt ist. Neben den Foundables, sondern mehr, wie können wir diese Foundables denn bekommen? Denn ich sagte eben schon, da ist alles ein bisschen anders, eine ganz andere Mechanik. Und hier heißt es eben Wizarding World 1920, was wir bisher wissen, beziehungsweise was Plotter 101 bisher weiß. Und er schreibt hier auch, die folgenden Informationen basieren auf Daten aus Data Minings und können sich vor der Veröffentlichung noch ändern. Ein paar weitere Worte von ihm. Die Registerfamilie Wizarding World 1920 ist eine reine Event- und Portkey-exklusive Registerfamilie. Das heißt, die Foundables werden wir nicht einfach so draußen auf der Straße finden, sondern nur während Events und nur in Portkeys. Das Erlaufen und Öffnen von Portkeys während der Events wird euch garantiert diese speziellen Foundables präsentieren, also nur in speziellen Portkeys, die es nur während der Events gibt. Ungenutzte Portkeys verfallen nach den Events, also wenn ihr einen Portkey habt, wo kein Schlüssel drin ist, das Event endet, dann verschwindet der aus eurem Backpack und das erste Event zur Registerseite startet im Juli, wie Lola schon bereits ankündigte. Und ja, ich weiß noch nicht so genau, was ich von der Sache halten soll. Portkeys erhalten da natürlich mal so ein bisschen Sinn im Spiel, das Ganze nur während Events, ja, ich weiß es noch nicht so ganz, ich gucke mir das erstmal an, ich warte das erste Event im Juli ab und dann meckere ich sehr gerne. Zum Ablauf, da schreibt er, vor den Events sollt ihr eure Schlüssel sammeln, während der Events die Portkeys erlaufen, öffnen und die Foundables aus der Wizarding World 1920 erhalten und nach den Events, wie schon gesagt, Portkeys ohne Schlüssel verfallen. Ihr müsst diese also nicht sammeln und nicht aufheben, weil sie sind dann eh verschwunden. Ja, damit geht es los im Juli. Ich sagte schon, ich warte das Event gerne ab und gebe dann meine Meinung dazu ab.
Ihr könnt eure jetzt schon gerne in die Kommentare schreiben. Und bevor wir das Video hier beenden, nochmal die Erinnerung. Morgen Dienstag, 22. Juni, der, ja, wie soll ich sagen, inoffizielle deutsche Jahrestag zu Wizards Unite. Da gibt es einen Stream von mir ab 19 Uhr. Lasst uns zusammen den Jahrestag feiern. Und wenn ihr jetzt schon meinen Lockvogel-Account adden möchtet als Freund, mit dem wir uns dann morgen in der Festung finden, treffen, zocken, dann addet den gerne schon mal. Die Nummer ist 6159 4320 2158. Gerne adden. Ich bestätige euch als Freund und morgen dann so um 18 Uhr fange ich an, den Charakter in die Festungen zu setzen und dann haben wir eine Stunde Zeit, uns zu suchen, zu finden und um 19 Uhr geht es dann los. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch, ich hoffe, ihr seid dabei und sagt wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.